Und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt No Man's Sky mit dem Frontiers Update. Ja, ich bin schon wieder zurück in unserem System und suche gerade den Planeten, wo wir wo wir die Fabrik zerstören sollen. Ah, denn noch ein. Dahinter ist noch ein Planet, aber. Dahinter sind einige Planeten, ne? Dann haben wir hier noch einen. Ist auch nichts. Ah, da noch und da noch. Ja, dann. Ach doch, auch da hinten. Okay, ja, dann. Düsen wir mal in die Richtung. Wollt ihr auch mal kurz zum Frachter? Auch da mal unsere ganzen Sachen ablegen. Außerdem ist auch unsere Expedition wieder zurück. Müssen wir auch mal einen Empfang nehmen. Gucken, was die alles so Schönes mitgenommen haben. Ja. Oh. Okay, ich habe heute irgendwie schwungvolle Einflüge. In der letzten Folge war das ja auch schon so. Hier sind wir in unserem Randamplan. Gehen wir mal gucken. So, so, so. Hi. Bin wieder da. Bin wieder zu Hause. So. Kalibrierung und Nachbesprechung mit Kommandant. So. Wir halfen bei Kim bei der orbitalen Reinigungsoperation. Schicken ihn in eine schwerkraftarme Bergungscrew. Gesammelt lebende Perle. Möglichkeit einmal eine Fabrik gesammelt. Vikindolch mal 2. Das planetare Bergungssystem entdeckte den Absturzort eines Frachters. Die Frachtkapseln schienen ausgeräumt worden zu sein. Bei einer genauen Untersuchung entdeckten wir weitere Schmugglerkapseln. Vergitterter Bogenkristall. Ja. Und noch 33.000 Units. Und nochmal 33.000 Units. Zweimal Herox. Die haben wir ganz gut gesammelt, ey. 34.000 Credits. 25.000 Credits. Ja, nice. Das ist doch ordentlich. Warte ich nur mal hier. Frachter. Wir haben noch nichts, was wir hier reinbauen können. Ich weiß nicht, welches war das denn, dass ich... Was war das für eine Technologie, dass ich hier Sachen reinpacken kann? Upgrade. Will's kaufen. Hier, der Materiestrahl war das. Genau, Frachter-Teleportationsgerät. Was brauche ich dafür? 5 geborgene Fregattenmodule. Ah, die habe ich natürlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo die herkriegen. Geborgene Fregattenmodule. Die Warp-Karte. Das war die Galaxiekarte, ne? Ja. Gut. Das ist dann natürlich jetzt doof. So. Übertragen wir das aber schon mal in den Frachter. Was haben wir denn jetzt hier in dem Frachter? Vergitterter Bogenkristall. Bergbau, Handelsgut. Okidoki.
Am Einfregattenmodul. Überresten eines großen interstellaren Raumschiffs geborgen wurde. Kann an Frachterabsturzstellen gesammelt oder während Fregattenexpeditionen geborgen werden. Alles klar, dann müssen wir da noch ein bisschen drauf warten. Wir brauchen 5 Stück, um dieses Teleporterteil zu machen. So, ach nee, wir müssen ja erst. Stimmt. Dann schicken wir doch direkt mal wieder. Hallo, renn doch mal eine Expedition los, würde ich sagen. Potenzielle Expeditionen ansehen. Industrie. Ne. Wie sieht es denn hiermit aus? Schwierigkeit 2, Flottenwertung 1. Ach, egal. Sind zwar da drin ganz gut, aber doch mal. Wir werden sehen. 100 Tonnen, die sind unterwegs. Gucken wir mal, ob sie gut wieder nach Hause kommen. Wenn nicht, haben wir Pech. So. Dann gucken, dass wir jetzt alles haben. Die Sachen lassen wir einfach mal hier drin. Im Exo-Anzug. Das verkaufe ich, aber die kommen auch bei uns in die Basis. Eine lebende Perle. Oh. Die Sachen können alle verkauft werden. Da kann ich jetzt noch nichts mit anfangen. Ich glaube, die Computerteile hatte ich mir mal gekauft, weil ich die mal irgendwann in einem Spielstand für irgendwas dringend brauchte und nirgends gefunden habe. Da dachte ich mir bestimmt besser haben als brauchen. So wird es gewesen sein. So, dann. Müssen wir doch jetzt mal genau dahin. Pulsantrieb nicht super. Ja, so geht's auch schnell. So, dann räumen wir nämlich jetzt erstmal die Waffenfabrik noch aus. Vielleicht bis langsam bald. Landebereich nicht frei. Ja, entschuldigt bitte, guck doch mal, wie es hier aussieht. Uiuiuiuiui. So, der ungefähre Standort. Das Signal. Ach so, ja, das ist unser Signal, was er gesagt hat. Waffenfabrik. Ja, ich habe jetzt natürlich nicht aufgepasst im Anflug, ne? Landesequenz nicht verfügbar hier. Das ist auch toll. Ah, hier können wir landen. Mitten im Gebüsch, natürlich. Hier ist es richtig toll zum Landen. So, wo müssen wir hin? 500 Meter in die Richtung. 500 Fuß. Was auch immer. Komm, Mama. Hier irgendwo? Nö. Oder ich bin wieder in die falsche Richtung. Oh mein Gott. Ah, okay. Also jetzt ist es quasi fast hinter uns. Am besten laufen. Das macht keinen Sinn.
Impulsbohnen. Raffinum. Halt auch immer im Hinterkopf behalten, dass wir Solanium brauchen. Da habe ich noch gar keinen blassen Dunst, wo wir das herbekommen. Aber wenn ich da einen Gefahrenschutzhandschuh brauche, dann ist das bestimmt an so einer Pflanze oder sowas ähnlichem. Denke ich mal. So. Noch das ein oder andere Wort lernen. Da geht's tief runter. Also entweder bin ich hier eben drüber geflogen, weil es war ja eigentlich in unserem Rücken. Ihr seid so süß. Oder ich bin wieder von der völlig falschen Richtung gekommen. Eigenes Kraftfeld. Das eigene Kraftfeld ist automatisch aktiv. Oder wie? Na, schade, dass man da keine... Was soll das denn sein, bitte? Metern, also Fuß. Oh. Off. Ah, direkt, ne. Ich sag doch, ich bin heute blind wie ein Fisch. Meine Güte. Ja, erstmal hierher, speichern und kapieren. Schiff herholen. All diese Dinge. So. Haben wir hier noch? Verdichteter Kohlenstoff. Immer oder wie? Wieder alles hier im Inventar haben. Ne? Obwohl, das brauchen wir doch dafür. So. Ah ja, können wir doch direkt mal. Hui. Obwohl, so ein bisschen Punkteum wäre ja auch nicht schlecht, ne? Hi. Alter Schwede, okay. Das ist nicht schlecht. Also der ist echt gut, der Streubwasser. Der gefällt mir jetzt persönlich. So. Dann lassen wir den Rest mal suchen. Neon mit ein bisschen, das ist ganz gut. Das brauchen wir schon mal hier und da. Ne, das kommt dann hierher. So, Wächtereinheit deaktiviert. Dumm-di-dumm-di-dumm. Produktionsstatus 95%, Effizienz. Die Fabrik hatte wirklich mit der Produktion illegaler Waffen zu tun, so wie es der Viking behauptete. Ich sollte die Produktion stilllegen und versuchen, etwas über die Systeme zu erfahren. Neuen Bauplan akzeptiert. Produktion beginnt. Ich schalte die Fertigungsanlage ab und tausche dabei die Baupläne gegen etwas harmloseres aus. Die Fabrik wird fürs erste Glühbirnen produzieren. Wie nice! Ich nehme eine Kopie des Waffenbauplans der vorherigen Produktion, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Okay. Haben wir hier noch Dinge zum Sammeln?
Bild wiederherstellen. Naniten. Kann ich sonst noch irgendwas einsammeln? Nein, aber ich hänge in irgendwas. Ich hänge fest. Den ganzen Loch da durch. Na, guck mal. Kann man, glaube ich, einmal komplett durch. Gut. Wieder was erledigt. Juhu, juhu. So muss das. So. Dann. Aber wir sollten doch noch was für den anderen machen. Moment. Waffenforschung. Dann haben wir hier Wissenschaftler. Sendeturm, genau. Wir gehen noch zu dem Sendeturm. Ist jetzt da hinten. Ungefährer Standort. Ja, das ist auch. Wir sollten vielleicht mal kurz nach oben fliegen, dann kann man diese Dinge besser anvisieren. Aber das machen wir. So. Machen wir jetzt noch? Ankommen. Pulsantrieb nicht verfügbar. Unten? Hä? Wenig. So. Mal ein Stück weiter weg. So. Konnte ihn vorher irgendwie nicht gescheit anvisieren. Habt ihr gesehen, wie das gerade alles gewabbelt hat? Sendeturm, ungefährer Standort. Moment, sehen wir hier schon was? Ich glaube, wir sind da noch zu hoch für. Na gut, aber auf unserem Planet gibt es ja wenigstens kein. Da ist er. Hier ist er. So, dann landen wir hier. Ja, nice. Sendeturm gefunden. Dann verbinden wir hier gleich mal unseren Wissenschaftler damit, würde ich sagen. So, aber erstmal alles wieder eingrasen. Das machen wir auch in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei No Man's Sky. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.